Diese Larven der schwarzen Soldatenfliege sind von unsagbarem Wert. Etwa 400.000 Larven können auf 7,5 Quadratmetern gehalten werden. Sie wachsen schnell, ernähren sich von Abfallstoffen und einmal abgeerntet und getrocknet, enthält die Trockenmasse 35% Fett und 40% Proteine. Eine vielversprechende Grundlage für Tierfutter. Bereits 2006 gründeten zwei Brüder die Firma Hermetia in Deutschland, um proteinreiche Tiernahrung aus Insekten herzustellen. Aber es dauerte 10 Jahre, bis sie den ersten Investor fanden. Das Problem war das Fehlen von Wissen, Technologie und Regularien. Daher wurden die Unternehmer selbst zu Experten auf dem Gebiet, knüpften Kontakt mit verschiedenen Forschungsanstalten und Universitäten und mussten schließlich mehrere Anträge stellen, um eine Genehmigung für den Vertrieb ihrer Produkte zu erhalten. Nach 2011 bestätigten Forschungsergebnisse die positive Wirkung von Insektennahrung bei Hautproblemen von Hunden. Zusammen mit dem FAO-Bericht von 2013 über Insekten als Lebensmittel löste dies einen Wandel in der Kundenwahrnehmung aus. Heute ist Hermetia führender Insektenproduzent in Deutschland und beschäftigt 50 Wissenschaftler, Ingenieure und ausgebildete Arbeiter. Ihr Ruf eilt ihnen voraus und viele internationale Wissenschaftler besuchen das Unternehmen, um von ihren Erfahrungen zu profitieren. Zurzeit ist ihr innovatives Produkt als Hunde- und Fischfutter zugelassen. In der Zukunft könnte es aber auch in der landwirtschaftlichen Tierhaltung genutzt werden und damit einen Ersatz für Fischmehl und Sojaprodukte bilden, indirekt Waldrodungen entgegenwirken und CO2-Emissionen eindämmen. Weltweit gibt es mehr als 2 Millionen verschiedene Insekten. Das Potenzial dieses unberührten Rohstoffs ist folglich enorm.